Ach Mensch, ich will doch nur, das wird... Ja, also schon alleine deswegen wird man hier immer abwechslungsreich mäßig da was zu tun haben, weil schon alleine jetzt, ich will ein Pferd zähmen, damit wir losziehen können, zu Pferde, zu Rosse, um in die Wüste zu reiten und... Hier sieht es irgendwie ausgestorben aus. Um Kaktuskohl zu finden und wir brauchen jetzt noch Leder und in dem Fall finden wir das ganze andere nicht. Das ist ja nur... Und wenn ich dann dran denke, was wir dann noch alles finden müssen für andere, um andere Mobs zu zähmen, ach ja. Ach ja, was mir auch einfällt bei diesen, wir haben ja jetzt einmal DNA für einen Flugsaurier. Das muss nie heißen, dass da gleich beim ersten Mal ein Flugsaurier rauskommt, weil da kann auch so ein, so eine Missbildung oder wie auch immer rauskommen, halt das... diese ganze Verpaarung, diese ganze Zuchtsache ein bisschen schief ging und dann kommt da was raus, was wir nie gebrauchen können. Sag mir, dass du Leder hast. Nee, du hast nur Fleisch. Du vielleicht? Mann, ey! Ey, sag mal, jetzt mal ernsthaft. Hallo? Wo sind die ganzen Tiere hin? Ach Leute, das tut mir jetzt so ein bisschen leid. Ich wollte hier eigentlich nur mal schnell. Na, dort sind die ganzen Tiger. Die will ich auch, mit denen will ich mich ja gar nicht anlegen. Ich will ja gar nicht streiten. Hopp und hopp und hopp. Dann töten wir hier mal schnell einen Bär. Und nochmal hier, Papa-Bär. Nee, auch nicht. Unten ist ja noch einer. Nehmt ihr mir die ganzen Spawnplätze für Ziegen und Dings weg? Oder? Das ist ja schon wieder ein Bär. Ich will keinen Bären. Und euch will ich auch nie. Ich will Leder. Da wird ja wohl mal so ein blöder Sattel drin sein. Och Mann. Einfach lang zu heulen. Das ist jetzt ein wenig ärgerlich. Kann ich mir dann gleich nochmal ein neues Schwert machen, wenn wir dann losziehen, weil das wird wahrscheinlich vielleicht auch... Was ist das? Nee. Da bin ich ja direkt am überlegen, ob ich mir nochmal den, wie hieß das, den Fernglas-Mod hier mit draufziehe, um dann hier einfach mal spähen zu können. So. Also ich habe nur gelesen, dass es den gibt, ich habe ihn noch nie ausprobiert. Ach ja, genau der. Also jetzt, wo das rauskommt, ist das wahrscheinlich schon länger bekannt. Keine Ahnung, wenn die Folge on stehen wird, kann es natürlich sogar sein, dass es schon Minecraft 1.2 gibt. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz genau voraussagen. Aber es wurde der Zipline-Mod oder wie auch immer wurde geupdatet. Da gibt es einen, der Original-Modder, der arbeitet ja daran nicht mehr weiter seit der Beta 1.7.3. Ja, und der hat nämlich, Notch ist irgendwie auf den aufmerksam geworden auf diese Mod. Da war ein Grafikfehler, das ist natürlich. Und da hat Notch gesagt, hey Mensch, super Sache. Also das ist jetzt ganz frei übersetzt, wohlgemerkt, ja. Super Sache, warum haben wir denn das nicht drin? Das hätten wir doch, das muss ins Spiel mit rein. Dieser Mod mit den Seilen und den Hängebrücken und sowas. Oder Seilbrücken. Und da sind die letzten Gerüchte, was ich gehört habe, ob der jetzt dort mit bei Mojang bla angestellt ist, keine Ahnung. Aber das wird wohl der Mod deswegen nicht mehr geupdatet, weil das direkt mit in Minecraft integriert wird. In irgendeinen Update, in welches weiß ich noch nie. Ja, da war der Mod stehen geblieben bei 1.7.3. Aber es gibt da jemanden, der die von sich selber immer wieder updatet. Der hat jetzt auch den Zipline-Mod geupdatet. Das ist eigentlich den ich ja ursprünglich hier mit drin haben wollte, den es aber für 1.1 nicht gab, leider. Ja, der funktioniert jetzt. Problem bei der ganzen Sache. Ratet mal, mit welchem Mod der sich nicht verträgt. Genau, mit dem Fossil-Mod. Das ist ein wenig ärgerlich. Hier sind Schildkröten. Das ist da. Also, ich habe auch meine Schildkröte gehabt, also die lebt noch, die ist nur bei meinen Eltern. Und das Geile ist, wenn die sich erschrecken, fauchen die ja und ziehen sich in ihrem Panzer zurück. Gehört? Das sieht so cool aus. Und man kann übrigens hier draufschlagen. Oh, Entschuldigung.
draufschlagen, wie man will. Von oben passiert gar nichts. Man muss die auf den Kopf drehen. Und dann, ne? Und dann könnte man die jetzt quasi farmen. Die liegen jetzt auf dem Rücken und die brauchen eine Weile, bis die sich wieder rumdrehen. Aber eigentlich sollen die nur in Dschungelbiomen sein. Aber die kann man auch irgendwie zähmen und sich auf den Kopf setzen. Ich finde das cool. Wie die einen anfauchen und dann einfach mal verschwinden. Ah, hier ist auch eine schöne Lagune. Hier könnte man so ein Ferienhaus mit Schildkröten. Hammer. Ich finde das gut. Ich mag den Mod. Haben wir ein paar Schildis. Oh, und dort ist endlich mal eine Ziege. Zwar eine junge, aber da können wir keine Rücksicht nehmen. So ein alter Hammel schmeckt ja auch nicht. Oh, habt ihr gesehen? Die kämpfen miteinander. Interagieren sogar untereinander. Das ist ja geil. Das waren zwei Ziegenböcke und die haben ja gerade mal hier ihren ultimativen Hörnerfight ausgetragen. Das ist cool. Ich finde den Mod, je mehr ich davon mitkriege, auch jetzt hier so beim Spielen, finde ich den einfach klasse. Na, mein Pferdchen. Ich werde mal. Ach ja, genau, jetzt wird das nächste sein. Hoffentlich finden wir. Genau, jetzt haben wir die Materialien zusammen für den Pferdesattel. Und, oh. Ich vergesse immer zu essen. Ach, komm her, Ziege. Und dann finden wir wahrscheinlich kein. Ja, der greift uns natürlich auch an. Findet man dann wahrscheinlich, wenn man den Pferdesattel hat, kein Pferd mehr. Und vor allen Dingen in der Zeit, in der ich hier das alles verplempert habe, hätten wir wahrscheinlich auch zu Fuß losreiten können und hätten auch schon einen Dings gefunden. Ein Kaktus. Naja. Aber ich will reiten. So. Hier irgendwo. Ich muss mir hier unbedingt einen Weg mal hier durchbahnen, dass ich besser zu unserem Haus wiederfinde. Hallo? Schon wieder verlaufen. Meine Güte, wo war denn das? War das hier? Hier war eine Höhle. Das ist gut zu wissen, aber jetzt vollkommen unnötig. Ich renne hier die ganze Zeit nur hin und her. So. Ja. Ja. Also eine Bresche schlagen. Und hier das dem Wald mal ein wenig auslichten. Dass man hier mal ein bisschen besseren Überblick hat. Vor allen Dingen ich, der sich an der. Ach so, hier wohnen wir doch. So. Da ist jetzt ein Bär. So. Jetzt aber. 1, 2, 3. Ja, das ist ein Hut. Ein Hut. Und das ist ein Pferdesattel, ein Horse-Sattel. 1, 2, 3, 4. Ne, Moment. Mein Interesse, dass das gegebenenfalls schief geht, nur weil wir zu wenig Zuckerwürfel haben, hält sich arg in Grenzen. Soll heißen, wir nehmen deswegen mehr mit. So, Pflastersteine, Erde. Erde brauchen wir Erde? Nee, das. Holz kann man immer mal wieder mitnehmen. Weizen brauchen wir nicht. Die Samen brauchen wir genauso nie. Ein Crafting Guide. Nö, den brauchen wir auch erstmal nie. Den Zucker können wir wieder hier oben reinmachen. Haben wir hier noch irgendwo Sticks rumliegen? Dann könnte ich mir daraus nämlich gleich. Ja, gut. Na. Wir brauchen ein neues Schwert, das nehmen wir mit. Eine Schere, falls wir unterwegs auf irgendwas treffen, was wir brauchen. So. Da können wir uns im Zweifelsfall eine Axt machen. Crafting Table können wir so bekommen. Fleisch haben wir genug mit. Pferd, hast du den gesehen? Hotte Hü und Hotte da. Und ich glaube jetzt, Moment. Wie war denn das? Naja, das hat ja einen Grund, warum ich mir den Crafting Guide mitgeholt habe. Oh, da brauche ich 4. Weil hier haben wir so ein. Da kommen ja auch ein Seil, der gehört aber mit zum Mo Creatures Mod. Und mit besagtem Seil können wir dann nämlich das Pferd hinter uns her ziehen, lassen, trampeln, wie auch immer.
Wir nehmen mal die Wolle mit und dann müssen wir uns unterwegs schlimmstenfalls ein Bett craften oder sowas. Wobei, wie lange ist denn jetzt noch Tag? Wir haben Pferd, wir haben zu essen mit. Wir haben Essen fürs Pferd noch mit. Wobei man da, den kann man ja auch mal ein bisschen Brot ins Gesicht schlagen. Ja, ich hab, oh, Backebrot. Hallo? Ein Heusteck. Damit kann man Pferde auch füttern. Logisch. Ach komm hier, was soll's. Machen wir noch eins, den soll's ja gut gehen. Unseren Rappen. Ich bin ein edles Ross. Genau, ein edles Ross. Die alle können wir mitnehmen, falls uns unterwegs langweilig ist. So viel Rohstoffe unterwegs, auf jeden Fall. Das Äxtchen. Holz, ach, Holz werden wir unterwegs nicht brauchen, ansonsten. Falls es uns aus irgendeinem Grund in die Höhle verschlägt. Hier haben wir. Okay. Das Schwert lassen wir hier. Hier nehmen wir nochmal das antike Schwert mit. Das Eisenschwert ist dann gleich hin. Und jetzt. Nun denn, auf ein Ross zu finden, es zu zähmen, in meinen Stall zu treiben und auf ewig dort zu halten. Hier, Hotti, Hotti, Hü. Hier, lecker Zucker. Oh, das habe ich selber gefuttert. Das wollte ich nicht. Ratten. Ne, Mäuse. Ratten sind die großen Schwarzen. Dort haben wir ein Katzenbaby. Was? Nicht immer was Gutes ist, weil gegebenenfalls ein Elterntier in der Nähe ist. Aber ich habe ja mein antikes Schwert mit Feuerdamage. Ja, diese antiken Schwerter sind halt irgendwelche mystischen Sachen, die über irgendwelche Kräfte verfügen. Und wenn man beides anhat, also den Helm noch, den es dazu gibt, dann wird das wohl sogar noch stärker besagtes Schwert. Was da passiert, weiß ich allerdings nicht genau. Hui. Da hat es gleich einen Blitz gegeben, der hier dann nebenbei nochmal was mit erschlagen hat. Also mit den Schatten muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, sonst brennt uns hier der ganze Wald ab noch, wenn wir damit nicht aufpassen. Ich glaube, das setzen wir mal lieber nur in der Wüste ein. Ein Pferd, so, jetzt komm her hier. So, mein Hottehü. So, wenn wir uns jetzt nämlich draufsetzen, dann bockt das wie Sau und wirft uns ab. Hey, guck mal, Keule. Hey, komm. Friss das. Los, friss. Hey. So, das Pferd hat jetzt... Ey. Bleib. Was? So, jetzt haben wir alle Zuckerwürfel denen reingeschoben und... Sag mal... Dir geht's wohl nicht mehr ganz gut, hä? Hahaha! Choose your pets name! Wir können jetzt nämlich so... Ach ja, verdammt, wie hilft denn dieser Gaul jetzt? Hat das so geschrieben, die Zeitung? Die Zeitung wird ab sofort so geschrieben, Wendy. Ach scheiße, jetzt ist das ja auch noch ein... Naja, was soll's. Zum Sieg vorwärts! Ja! Und wir haben ein edles Ross. Na, ich hätte es auch Esel nennen können. Und jetzt können wir reiten und springen und hoppala und hoppadi. So. Da kannst du, ich sehe schon Kaktus. Naja, gut. Na, na? Hopp und hopp und hopp. Und eigentlich war es auch so, wenn die immer richtig Fahrt aufgenommen haben, ist man mit denen auch ganz fix unterwegs. Und die springen eigentlich auch weiter. Was habe ich denn da gesehen? Hä? Ja, Entschuldigung. Meine Güte, hallo? Also unter Wasser tun die Gäuler sich aber auch schwer. Was ist denn das da? Ach, das ist Sandstein. Das sah jetzt aus wie hier was Gebautes. So. Also dahingehend gebaut, dass da irgendwie was Besonderes wäre. Hopp. Oh.
könnte sich der Kaktus mal dazu herablassen, abgebaut zu werden. Kaktusgrün.